Fußballromantik beim MTV Langlingen. Zwischen Hannover und Wolfsburg empfängt Viertliges BSV Rheden Zweitliga-Aufsteiger FC Magdeburg, die in der Nähe ihr Trainingslager aufgeschlagen haben. Die Platzverhältnisse für einen Kreisligisten außerordentlich gut. Man erzählt sich, dass hier das schönste Feld in Celle sei. Zweites Testspiel für das Team von Trainer Christian Titz. Vor wenigen Tagen gewann man gegen Landesligist TSV Grün-Weiß Ilsenburg mit 11:1. Zwei Tore weniger gab es beim ersten Test vom BSV Rheden. Die Mannschaft von Trainer Christian Arambasic verlor mit 1:9 gegen Drittligist SC Verl. Viele Gastspieler waren gegen Verl im Team, allein heute sind es schon 9. Das ist auch die Anzahl der Neuzugänge, die die Magdeburger bisher verpflichtet haben. Durchaus ähnliche Befindlichkeiten also. Die erste Gelegenheit bekommt Rheden. Alessio Arambasic, zuletzt beim Konkurrenten FC Oberneuland gespielt, auf Kevin Coleman. Und Coleman ist mutig. Im Verein seit September 2021. Coleman kam von Orange County aus der zweiten amerikanischen Liga. Magdeburg mit dem früh eingewechselten Ex-HSVler Ito, der bedient Leonardo Cienza und Niemann. Fleming Niemann, groß geworden in der Jugend von Arminia Bielefeld. 40. Minute, Einwurf Rheden. Achtung, der geht direkt zum Gegenspieler und das nutzen die Magdeburger eiskalt aus. Diskovic verlängert, Cienza legt vor, Ito kommt angebraust, 0:1. Tatsuya Ito, im Januar ausgeliehen vom belgischen Erstligisten Sint-Truiden, der Ersatzmann für Jason Cheka, der sich eine Prellung am Fuß zugezogen hatte. Rhedens Trainer Arambasic verärgert. Unglücklicher Einwurf von Daniel Haritunov auf den Kopf von Julian Rieckmann. Alessio Arambasic einen halben Meter zu weit weg vom Kapitän. Die Gastspieler Hühne und Dos Santos können Cienza nicht mehr stoppen. Ito geht dann eben den richtigen Weg und vollstreckt. Nur 2 Minuten später, das ist Julian Rieckmann, der Pass einmal quer durch die Schaltzentrale. Conor Krempitzky überläuft gleich 2 Redner und wenn du beim ersten Mal nicht durchkommst, dann nimmst du beim zweiten Mal die Hacke. Cienza, abgefälscht, Tor! Erstes Tor für den Neuzugang aus Schalkes U23. 11 Tore hat er in der vergangenen Saison in der Regionalliga West geschossen. Ob das wohl so geplant war? Genialer Pass von Rieckmann. Dos Santos läuft nur mit. Hühne verhindert das erste Zuspiel. Und dann hat die Magdeburger Offensive viel Platz. Aus dem Rückraum der alleinstehende Cienza. Die redende Offensive schaut nur zu und verpennt es, die Lücke zu schließen. Das ist schade, weil der BSV sich sonst in dieser Partie mit aller Kraft gegen den Zweitligisten stemmt. Unzufriedenheit auch bei Trainer Christian Titz. Seine Mannschaft lässt viele Chancen liegen und tritt verhalten auf. Viertligist gegen Zweitliga-Aufsteiger ist nur eine von vielen Facetten von KickTV. Wollt ihr alle entdecken, dann lasst ein Abo da und lasst die Glocke klingeln. Magdeburg kommt dynamisch aus der Pause. Mohamed Ilhan Kur, Silas Naka links außen, beide übrigens eingewechselt. Daniel El Fadli und Jan Roschlaub demonstriert einmal mehr die Defensivqualitäten des BSV. Es geht nur noch entgegen der Abendsonne. Lukas Kliskovic nur knapp am 0:3 vorbei. Sliskovic seit 2 Jahren in Magdeburg, zuvor in der zweiten Schweizer Liga beim FC Winterthur unterwegs gewesen. 10 Minuten vor Schluss, Magdeburg versucht es immer wieder, Daniel El Fadli und Niemann. Ein starker Auftritt der Redner, die alles reinwerfen, um gegen die Magdeburger zu bestehen. Vielleicht reicht es ja auch für einen Treffer. 85. Minute, Georgis Tsapakidis gegen Sliskovic. Mega Grätsche von Sliskovic und somit bleibt es bei diesem Ergebnis. Magdeburg lässt viele Chancen liegen, verteidigt um sein Leben und die Trainer nehmen folgende Erkenntnisse mit. Dass wir gesehen haben, wenn wir halt mit den Spielern, die wir da haben, spielen, gerade in der Innenverteidigung, wie wir dann das Spiel eröffnen, wie wir dann den Gegner komplett reinspielen und dass bei den Neuen einfach dann noch ein bisschen Zeit benötigt, bis sie das verinnerlicht haben, bis sie das genau wissen, wie sie spielen und insgesamt, dass wir einfach gerade am Anfang der Spielvorbereitung sind und wir was Fitness, was Frische und was auch so das Lernen der Position, was mit Sicherheit ein bisschen erschwert, das kann man schon offen zugeben, ist die vielen offensiven Ausfälle. Wir versuchen es halt intern zu schieben und das ist nicht ganz optimal.
Ja, wir hatten ja heute ein paar Gastspieler auch noch wieder dabei, auch in der ersten Halbzeit 4 Stück, in der zweiten Halbzeit nochmal 4. Und ja, die haben es gut gemacht. Heute bin ich sehr zufrieden. Gegen Verl haben wir sehr, sehr schlecht gemacht. Da gefiel es mir überhaupt nicht. Und heute haben wir es einfach gut gemacht, haben dem da Selbstvertrauen mit, glaube ich schon, gegen so einen Gegner in der zweiten Halbzeit kein Tor zu kassieren, bei der drückenden Überlegenheit. Und das nehmen wir mit, das Selbstvertrauen. Und dass wir wissen, wenn wir kompakt stehen und schnell umschalten mit unseren Spielern, sind wir gefährlich. Beide Mannschaften werden in der neuen Saison im DFB-Pokal spielen. Der BSV Rheden empfängt den SV Sandhausen und die Magdeburger spielen gegen Eintracht Frankfurt.